Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 20.07.2023. Und unser DAX hat hier eine ordentliche Welle Breitseite bekommen und seine Burg dezent wieder eingerissen. Wir haben gestern das so gesagt, ne? Der DAX ist eigentlich gar nicht so der Performer, ist eher so ein kleiner Versager und man sollte ihm das doch bitte nicht übel nehmen, wenn er es nicht hinkriegt und wieder nur unter seine 16.120 zurückblubbert. Und das hat er getan. Also kann einem schon fast ein bisschen leid tun. Ich hoffe, er wird nicht von den anderen Indizes gemobbt. An sich aber trotzdem ein ansehnliches Bewegungsverhalten intraday gewesen. Wir haben unseren Widerstandsbereich bei 2,30 hier oben erreicht. Wir sind da dran gelaufen. Ich hatte dann auch schon den Finger am Longabzug. So hatte ich euch ja auch gesagt. Ne? Ich würde oberhalb definitiv Long suchen, wenn dann Signale auftreten, wenn wir Stärke sehen. Rückläufe, die wieder aufdrehen und so weiter, hatten auch im Premium-Dienst dann rumgeschickt, 16.150, 16.160, da guckt man genauer hin, wenn er da schön aufdreht, dann kann man dann Long reindrücken. Oh nö, da war nichts mit aufdrehen, da war nichts mit hochdrücken, einfach durchgefallen, Ende, Gelände, Stundenkerze wieder umgedreht, wieder einmal zurück auf Start, war das Thema erstmal erledigt. Und dann hat er sich unter die 1,20 gelegt und damit natürlich komplett die ganze Bewegung erwürgt. Ja? Und viel mehr ist er auch nicht draus geworden. Das war's dann. Und mit der Situation steht er jetzt natürlich am Donnerstag genauso da wie die letzten Tage. Er steht wieder da. Das passt nicht richtig. Das könnte sogar ein Überschuss gewesen sein, mit einer möglichen Korrekturfortsetzung. Erinnert euch, ich habe euch das gestern gezeigt, dass ich das bis hier hinten auch locker noch ausdehnen kann. Wenn wir Pech haben, wird sogar so ein weitender Keil, dann kriegt er nämlich nochmal ein Tief, noch ein Hoch, noch ein Tief, bevor dann hier irgendwas mal aufläuft. Also, ich würde jetzt zum Donnerstag tatsächlich von der 16.21 ein bisschen Abstand nehmen und die nicht mehr als Signalmarke verwenden, so wie wir das am Vortag gemacht haben, weil die wahrscheinlich sogar am Mittelpunkt des Tages werden kann. Also unser DAX läuft ja gerne am Donnerstag einfach mal ein bisschen wie so im Hamsterrad halt, ne? Springt ein bisschen hin und her wie so eine kleine bekloppte Katze. 16.170, 16.1, was ist das hier für ein Hoch? Sag mal 16.180, 16.190 auf der Oberseite wird ihn dabei wahrscheinlich begrenzen. Kann auch das kleine Zwischenhoch hier sein. Ja, das ist auch 16.180, dann passt das. 16.180, 16.170 und die 16.70 hier unten. Ich denke, das ist so seine Begrenzung, die er haben wird, um hin und her zu laufen. Kann er den ganzen Tag eigentlich ausziehen, also den ganzen Tag durchziehen und da wirklich hin und her pendeln. Interessant wird das wirklich erst, wenn wir einen Stundenschluss unter 16,70 bekommen, umso deutlicher, umso besser. Dann wäre er auch unter dem Band hier unten drunter, unter dem Tief. Weil dann könnte sich theoretisch nochmal eine Übertreibung einleiten und die hätte dann eben auch wieder die 16.000 zum Ziel, aber eben dann auch diese Kante hier unten und die ist am Morgen ist hier noch bei 15,69, im späteren Tagesverlauf dann bei 15,49, 15,39 und wird mir weiterhin ins Auge passen. Ich habe das die letzten Tage schon immer wieder gesagt, das ist nicht ganz so stimmig, da fehlt auch hier unten irgendwie mal noch ein bisschen was und das würde gut reinpassen. Ja, wenn du dann hier runter einen Stundenschluss unter, drunter, also einen Stundenschluss drunter setzt und dann einfach hier ein paar Stunden abkleckert, dann kann er von hier wieder nach oben strampeln, sich wieder in die Mitte stellen, dann halt wieder alle verarschen und dann ist er glücklich. Aber es hat er eigentlich gut gemacht. Ne? Also hat er wirklich die Leute ein bisschen gefoppt, kann man sagen. Hat hier auch noch ein paar rausgerissen, andere bestimmt auch Long reingezogen, die sich, die vielleicht hier sogar ihre Longs glatt gestellt haben und gesagt, nee, komm, dann steige ich doch jetzt wieder ein, der rennt jetzt oben raus. Der ist ja auch gut losgelaufen. Ich kann es den Leuten nicht mal übel nehmen. Was hat den Rücklauf einfach nicht verteidigt. Und deswegen sage ich immer, wartet die Rückläufe ab, guckt, dass die wieder aufdrehen und dann Long einsteigen. Beziehungsweise wartet eben auf Long-Signale. Nicht einfach nur direkt frontal rein, wenn man gerade denkt, ach, das sieht gut aus. Sondern wirklich ein bisschen Muster abwarten, Pattern abwarten, Signal abwarten. Das ist häufig hilfreicher, wie dann direkt, ach, das sieht gut aus, ich drücke einfach mal Long und dann steht man am Tageshoch falsch rum drin. Das ist eher die Regel. Sollte so aber nicht sein. Ja, also, das ist meine Erwartungshaltung. Wenn er unten raus macht, natürlich gibt es auch eine positive Überraschungsmöglichkeit, nämlich mit einem Stundenschluss oberhalb von 16.180, 16.190, würde das ein bisschen außer Kraft setzen, dieses unten raus, und sich nochmal eine Trendfortsetzung aktivieren, eine zweite Chance quasi, und könnte dann nochmal probieren, diese Channelkante hier zu erreichen, die liegt zum Bereich um 16.280, dann haben wir hier oben das Gap bei 16.340, ja, und dann die 4,27, das sind so die Bereiche, die er dann oben anlaufen kann, wenn es ihm gelingt, hier einen Stundenschluss drüber zu hauen. Es wäre auch völlig egal, wann das kommt, ne? Nachmittag, Vormittag, das ist eigentlich boogie.
Und solange dann keine rote Stundenkerze hier oben kommt, kann er dann richtig sich langstrecken. Schließt er darüber und boxt direkt eine rote Stundenkerze dahinter, ist das sogar eher eine Short-Vorlage dann. Ja? Also hier oben rote Stundenkerzen, hier unten grüne Stundenkerzen. Das wird immer wieder Richtung Mitte, Richtung 1,20 funktionieren. Das kann man machen. Wenn man Glück hat, an einem Donnerstag wirklich 5, 6 Mal abhandeln. Ja? Geht halt raus. Geht halt raus aus den Begrenzern und das wäre hier 1,80, 1,90 Oberseite. Und naja, die 70 Unterseite. Nehmt es nicht ganz genau mit der 70, ja, also nicht bei 68 da direkt abfeuern. Das sollte schon ein bisschen tiefer sein, weil die 70 natürlich jetzt hier ist hier so eine typische Stoppfressermarke, ne? Da kann man auch einfach mal kurz drunter hauen, wieder zurück. Also das da ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich, mir würde weiterhin das gut ins Auge passen, wenn wir hier nochmal einen Tief hinkriegen. Ja, das fehlt weiterhin. Das wird der Bewegung gut stehen und wäre auch üblich für den DAX. Ne? Aber nichtsdestotrotz, Stundenschluss über 16,20 würde auch unsere Lisa direkt long freigeben dann. Wenn der oberhalb von 1,90 da notiert, die dürfte da handeln, klar, ohne Frage, wenn sie denn ein Long-Signal wirft. Hier unten, weiß ich nicht, ob ich Short gehen würde. Ich bin ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass hier ordentlich gezuckelt wird hier unten, ja. Manchmal macht er das komplett einfach, zieht gerade durch. Aber oft wird es auch ein richtig ekliges Gebiet. Also. Sogar am Donnerstag, muss ich sagen, klappt es eher gut. Ja, es sind eher die Freitage, die mit dem Tief so rumzuckeln. An einem Donnerstag kann er sich wirklich auch gerade durchstellen und hier eine richtig schöne Bewegung hinliefern. Das traut man ihm jetzt gar nicht zu, weil er zum Nachmittag so träge war, aber ich würde trotzdem nicht bei Stundenschluss 16,69 gleich short gehen. Ja, also da ein bisschen aufpassen. Vielleicht macht das auch schöner, ne? Liefert einen tieferen Stundenschluss, dann hat man da ein bisschen bessere Ausgangslage, aber grundsätzlich bleibt die Einschätzung ja unverändert. Ne? Also Stundenschluss unter 16,70 hat das Potenzial hier unten bis runter zu drehen, also wirklich auch zu schieben, richtig durchzuschieben, 4-5 Stunden mal am Stück, das kann er. Oberseite genauso und solange das nicht eintritt, ist seitwärts. Ihr wisst es, ich bin kein Hellseher, ich weiß nicht, was kommt, ich habe keine Ahnung. Ja, ich sitze genauso davor wie ihr. Einzige, was ich eben weiß oder was ich in meinen Büchern habe, in meinen Trading-Tagebüchern ist, es gibt bestimmte Abläufe, die am Donnerstag auf eine solche Situation gut passen. Und das wären eben die. Das heißt aber auch für uns, wir sollten vielleicht auch abwarten, wie der DAX reinkommt, wie er sich bewegt. Schließt er darunter, schließt er darüber oder läuft er einfach dazwischen her und dann kann ich auch so eine Seitwärts-Range traden halt. Ne? Aber guckt, wie bewegt er sich und dann versucht mitzugehen. Na, nicht jetzt Martin Festmünzen mit hier, der muss hier da runter und jetzt muss ich hier Short durchziehen, egal was der Markt macht. Das ist Quatsch. Dann ist die Analyse falsch verstanden. Ja, gut. Seminarhinweise habe ich per Mail rausgehauen, TradingView habe ich auch rumgeschickt. Denke, haben alle mitgekriegt und alle gesehen. Wenn nicht, fragt uns einfach, kommt in den Chat, stellt eure Fragen. Und ich würde deswegen sagen, machen wir es hier mal kurz. Ich habe extra schon ein bisschen eher angefangen, mal vor 22 Uhr, weil die Kiste sich eh nicht mehr bewegt hat. Dadurch ist die Analyse heute mal zeitig draußen. Denke ich für den einen oder anderen auch mal schön. Ja, und jetzt quatsche ich nicht mehr lange um heißen Brei. Mach aus. Ich wünsche euch Spaß. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.